Jetzt frage ich mal all diese Besserwisser, diese Klugscheißer, die jetzt im Web über mich herziehen und sagen, sie fänden es eine Unverschämtheit, dass ich mich weigere, meiner Mutter Sterbehilfe zukommen zu lassen. Jetzt frage ich mal all diese Besserwisser, diese Klugscheißer, die jetzt im Web über mich herziehen und sagen, sie fänden es eine Unverschämtheit, dass ich mich weigere, meiner Mutter Sterbehilfe zukommen zu lassen. Ja, wie denn? Ich habe mit meiner Mutter sehr oft darüber gesprochen und habe ihr damals angeboten, ich fahre mit ihr nach Holland. So, das wollte sie nicht. Nein, sie möchte das zu Hause machen. So, jetzt finde ich keinen Arzt, der das macht. Niemanden. Soll ich ihr die Spritze setzen? Das wäre Mord. Ich würde ihr natürlich sofort helfen, aber mit legalen Mitteln. Und solange sie noch selbst in der Lage ist, Tabletten zu nehmen oder auch mal Tabletten wegzulassen, das würde den Sterbeprozess extrem beschleunigen. Sie könnte sich auch einen Cocktail aus ihren Tabletten mixen, die sie da hat, aber das tut sie nicht, weil sie feige ist. Also, diese ganzen dummen Kommentare, die ich da jetzt im Netz lesen muss. Ich wäre eine egoistische, weiß der Geier was. Ich werde jetzt diese Beschimpfungen gar nicht alle aufzählen. Sind sowas von an den Haaren herbeigezogen. Kommen Sie doch mal selber in diese Situation. So, im Namen meiner Mutter fordere ich die Bundesregierung auf, dieses verdammte Gesetz endlich zu ändern und uns und unseren Körpern zu einer Selbstbestimmung zu helfen, wann wir gehen möchten. Und ich möchte, dass es dann bestimmte Ärzte gibt, die einem in aller Ruhe dabei helfen, so wie es in der Schweiz und in Holland der Fall ist. Natürlich muss man dazu im Besitz seiner völligen geistigen Kräfte sein. Für mich ist das im Moment das, was von mir verlangt werden würde, aktiver Mord, und das tue ich nicht. Punkt.